Ein wunderschönes Moment, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Evo Within auf der Xbox One, was es geht. Auf jeden Fall, ich habe mir gestern noch ein Video angeschaut, ne? Weil es kam, ich habe ja schon das Gefühl gehabt von wegen, hey, die Cutscene war bei mir verbuggt, ne? Ja, die Cutscene war bei mir verbuggt hier in diesem Raum. Normalerweise kam mir eine Cutscene, er hat uns irgendwas erklärt, aber bei mir kam die nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Kam einfach nicht. Kam einfach nicht, keine Ahnung. Ich hab mir da ein Video angeschaut zu. Lol. Die war einfach bei mir verbuggt. Die Cutscene war bei mir verbuggt. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich habe keine Ahnung. War verbuggt. War einfach verbuggt. Weil ich habe nur englische Videos dazu gefunden. Deswegen, ja, egal. Und dann machen wir jetzt mal weiter, ne? Wir machen jetzt erstmal gediegen weiter. Mal gucken, wie es weitergeht mit der Story. Er kennt diese Leid. Komisch. So eine Kameraperspektive hatten wir bis jetzt noch nicht, dass es einmal umgeschwenkt ist. Hier sind wir gekommen, ne? Ne, hier müssen wir, glaube ich, weiter. Ne, hier müssten wir weiter. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, ne? Mann, ich hasse es. Warum habe ich nochmal ein Kapitel, das ist... Naja, ich denke mal, hier komme ich nicht weiter, okay. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich nochmal ein Kapitel einfach so mittendrin beendet, statt es wirklich zu Ende zu spielen? Stimmt ja. Es war 0 Uhr und ich wollte langsam schlafen gehen. Okay, dann kennen wir schon mal unseren nächsten Bossgegner, ne? Den wir begegnen werden, wahrscheinlich demnächst. Munition, Streichhölzer. Ich habe das Gefühl, es kommt gleich ein Bosskampf. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, es kommt gleich ein Bosskampf. Wie ich darauf komme? Hm. Keine Ahnung. So viel Munition. Und da liegt nochmal mehr. Ich kann mir nochmal. Oh, 3 Stück, oh ja. Ja, das wird ein Bosskampf, Boys. Das wird ein richtig krasser Bosskampf. Ich check mal kurz meine ganzen Sachen durch. Ich habe das Gefühl, es kommt gleich ein Bosskampf. Nicht jetzt, nicht direkt jetzt unbedingt, aber später auf jeden Fall. Ich sollte mir mal davon mal wieder einen basteln, ne? Ich sollte die Dinge auch generell mal nutzen, Alter. Weißt du, wisst ihr, ich habe mir mal kurz meine Videos bis angeschaut, ne? Das ist mir aufgefallen. Ich benutze immer meine Pistole und meine Schrotflinte, wenn mehrere Gegner auf einen Haufen sind. Ich soll, dabei sollte ich doch eigentlich den Bolzen nutzen, Alter. Ich meine, einen Bolzen, dann killst du die ganzen Viecher. So ein Flammending hier. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ups, ich habe falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich hier einmal. Boom. Und ich weiß nicht, welche ich noch machen sollte. Ich wäre eigentlich damit erstmal zufrieden. Naja, wir nehmen den jetzt erstmal und laden erstmal alles durch. Achso, ist schon. Okay. Naja, dann, let's go, ne? Ich frage mich immer noch, wer so eine Scheiße designt, yo. Aber das Ding weiß genau, wo wir sind. Das Ding weiß exakt, wo wir sind. Ich meine, gehört... Was war das gerade mit seinem Arm? Wow! Sah sein Arm gerade nur so komisch aus, oder ist das... Sah das gerade nur so im Augenwinkel so komisch aus, so irgendwie... Oder war der Arm gerade wirklich irgendwie komplett verbogen? Oh Gott, das ist ziemlich weiträumig hier, der Raum. Boss Area? Fragezeichen? Ich denke schon. Okay, ich brauche jetzt irgendwas, um ihn zu stoppen. Ich würde sagen, Strombolzen. Ja, Strombolzen. Und? Und? Hm. Okay, Waffen sind alle nachgeladen. Ich dachte, jetzt kommt das Vieh raus und wir müssen jetzt gegen das Ding kämpfen. Mal, guck mal, das ist doch ziemlich groß hier, oder was? Wenn noch freiräumiger kann es doch wohl nicht werden, oder? Wo bleibt denn? Da wird das Vieh. Soll ich jetzt davon wegrennen oder soll ich dagegen kämpfen jetzt? Verdammt! Steh auf, Digga, renn! Ja, hier. Ach, da, ich habe seine Schwachstelle gefunden. Wow. Ob das Ding mich One-Hit macht? Ich denke schon. Sorry, mein Aim ist beschissen gerade.
mit dem Vier entkommen. Holy shit, wie hab ich das gemacht? Kannst du mir mal da mal dein Auge zeigen? Ich würde da gerne reinballern. Irgendwie trifft das für mich nicht. Was macht es? Habe ich es richtig gemacht? Oh, ich glaube, das explodiert gleich. Was mache ich überhaupt? Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig mache. Das Vieh rastet da hinten komplett aus. Und was ist explodiert? Wahrscheinlich das Fass gerade. Das Vieh kommt wieder. Ey. Irgendwie trifft das für mich nicht unbedingt, wenn ich das so sagen darf. Es rennt irgendwie durch mich durch. Es kann aber auch sein, dass ich es genau richtig mache und das wieder durch immer stoppe, wenn ich da ins Gesicht schieße. Ich sehe gerade nicht durch, okay, Spiel? Ich weiß, gib mir ein Zeichen. Mach ich es richtig? Wenn ja, dann einmal nicken. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich denke manchmal, es ist richtig. Ich weiß es halt einfach immer noch nicht. Ich würde jetzt ehrlich gesagt einmal hier richtig so ein Ding reinjagen. Ich weiß es halt echt noch nicht. Okay, den Revolver, ich denke mal, den spare ich mir. Also ich denke mal nicht, dass ich den hier brauchen kann. Irgendwie funktioniert das alles besser, als ich gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich weiche dem Ding einfach easy aus. Ich brauche nicht unbedingt was Großartiges machen oder so. Das ist so, als ob das Ding mich gar nicht töten will. Es rennt andauernd an mir vorbei. Seht ihr, was ich meine? Was ist hier eigentlich für ein Raum? Ist das ein Safe-Raum? Kann ich mich hier drin verstecken? Da kommt das Vieh rein. Hey, ist ein Auto vorgeschoben. Nein, es kam nicht raus. Aua. Das tat weh, du Mistvieh. Und zwar so richtig. Oh, jetzt mal meine Drohung. Oh, es rennt einfach durch. Jetzt, hör auf, sich zu wenden, Alter. Warum hat er sich die ganze Zeit gewendet gerade? Oh, jetzt irgendwas, um das Vieh richtig zu erwischen. RIP? Fragezeichen? RIP? Ausrufezeichen. Also, das war ziemlich einfach. Also jetzt ernsthaft, das war erschreckend einfach. Also so, das war jetzt... Oh, ich komme da nicht mehr rein. Da ist eine Spritze, die... Mann, ey, fang mal ein Spiel, was machst du nur? Warum habe ich das gemacht? Warum bin ich da reingerannt? Das war total dämlich, jetzt komme ich an die Spritze nicht mehr ran. Fuck, man. Du warst echt einfach, also... Ich hab da echt mehr erwartet von dir. Also, ich habe echt mehr erwartet, Alter. Das war ja gerade richtig erbärmlich. Das war ja traurig, Alter. Ich würde ja schon meine heulen. Weißt du, das ganze Spiel über so richtig... Die werden gegen dein Gesicht geworfen, dann Ruvik, Alter, der dich einfach nur berühren muss und explodierst einfach. Das Ding rennt einfach durch dich durch und gibt dir einfach so ein paar Bretter mit. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll gerade. Also... Tut mir leid, aber der Schwierigkeitsgrad war jetzt nicht so viel zu sehen, also... merkwürdig. Vielleicht war das auch ein bisschen verbuggt, das kann sein. Ich will es jetzt aber nicht sagen. Oh, guck mal hier. Nice, eine Spritze. Oh, jetzt. Mann, ey, warte mal. Habe ich alles nachgeladen? Naja, was nachgeladen? Fuck, Mann. Warte mal. Ich konnte noch. Das ist ein Blendbolzen, ne? Ging das nicht irgendwie? Ging die Strategie nicht so, wenn ich hier den mache? Und so ein. Ja. Auf einmal kann ich das Ding mitnehmen. Merkwürdig. Alter, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Okay, der Starfield-Gewehr ist voll. Hier ist hier noch irgendwas, da ist sowas. Oh Mann, ey. Wow. Es tut meinem Herzen weh, so viel Munition hier zu lassen, ne? Es tut einfach so weh. Fuck, Mann. Kann ich denn hier aber später nochmal herkommen und die Munition holen? Bitte schön, bitte Spiel. Und jetzt Kapitel 10 beendet, passt auf. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ey.
Diese 10 Minuten, ne, die ich jetzt gerade für gebraucht habe, hätte ich noch gestern machen können. Die hätte ich echt nochmal fucking gestern machen können. Aber nein, ich mache das heute. Naja, egal. Eisenbahn, drauf abgesaved, ne? Warum habe ich jetzt das überspeichert? Ich wollte ja nicht jetzt das hier überspeichern. Ich wollte immer das ältere nehmen. Als nächstes nehme ich das hier, okay? Als nächstes. So, und nächstes Kapitel. Let's go, boys. Let's go. Kapitel Nummer 11. Wiedervereinigung. Treffe ich jetzt Kidman wieder? Was ist jetzt eigentlich mit Josh? Oder Joshua? Hieß der Josh oder Joshua? Was mit, ich glaube, Josh hieß er, ne? Was mit dem passiert eigentlich? Ja, krasser Typ auf jeden Fall, ne? Was zur Hölle? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das sieht aus, als wäre es irgendwie eine Call of Duty Ghost Map mit dem Wasser hier gerade. Das sieht halt einfach wirklich so aus. Was war das denn gerade? Aber hey, ich wollte schon immer mal wieder in dieser Stadt sein. Guckt euch die einfach mal an. Die Klinik scheint das einzige intakte Gebäude zu sein. Wie ist das möglich? Bessere Frage ist, wie zur Hölle bin ich hierher gekommen? Ich war gerade eben noch in der Parkhausgarage und auf einmal bin ich hier gelandet. Und das Ding ist runtergefallen, der Fahrstuhl ist runtergefallen. Ich bin irgendwie vom Parkhaus so tief nach unten gefallen, dass ich schon wieder oben war. Ich habe das Gefühl, er lebt noch. Naja, egal. Soll nicht mein Problem sein. Ist die Leiche jetzt weg oder sehe ich die einfach nur nicht? Ach, egal. Die haben Wichtigeres zu tun, Leute. Wo zur Hölle sind die ganzen Menschen? Ich meine, diese Stadt ist einfach leer gefegt. Ich meine, eine gute Katastrophe, ne? Aber trotzdem, hier sind nicht mal Leichen. Du hast hier nur eine komisch zusammengeklatschte Dosenhaufen-Textur und dann war es das gewesen. Hier sollte ich nicht durch. Achso, ich muss hier lang. Okay. Ich hab's kapiert, was haben wir hier Schönes? Black Hair Curse. Soll das jetzt ein Witz sein oder so, weil wir die alte ja schon gesehen haben mit den ganzen Händen und dem Garnage Baby? Das ist eigentlich mal eine richtig schöne Phasenverschiebung. White Fog? Weißer Nebel? Sind das jetzt Easter Egg aus dem Videospiel? Also aus dem Spiel hier? Aber guck mal, das haben wir gesehen. Aber das hier sagt mir ehrlich gesagt nichts. Also das Bild erinnert mich so ein bisschen an Metro wegen der langen schwarzen Gestalt dahin. Obwohl, das könnte vielleicht eine Anspielung sein auf die lange rote Gestalt, die wir schon gesehen haben, wo Rovik da irgendwie komisch. In diesen komischen Blutpartikeln oder so rumgelaufen ist? Keine Ahnung, was das für Dinger sein. Oder Insekten oder Mikroben oder whatever. Naja, wir haben Wichtigeres zu tun. Moin, was geht? Ich versuche das jetzt zu schrecken, ich weiß auch nicht. Ehrlich gesagt, damit gerechnet, dass jetzt irgendwas passiert. Achso, okay. Hallo, ist somebody here?
Hallo? Oh, eine intakte Jukebox. Let's go, alter Party. Ach man, das wäre auch zu schön gewesen. Weil ich glaube, ich habe gerade ein Monster gehört und hier liegt Munition rum. Warum finde ich eigentlich nur so viele scheiß verfickte Blendbolzen? Das Spiel gibt mir genau den Bolzen, mit dem ich bis jetzt noch nicht richtig gekämpft habe. Okay. Okay, Spiel. Den konnte ich jetzt wie wechseln? Ach, das ist ein anderer Revolver. Warum ist da oben ein Plus dran, ne? Das ist jetzt ein Magnum. Ich denke mal, das ist ein härterer Revolver. Warum ist da ein Plus dran? Seht ihr das? Da oben? Dieses... Es ist wahrscheinlich einfach nur dafür da gewesen, vor wegen hier. Das ist nur eine neue Waffe, deswegen das Plus. Alter, die Magnum. Ich hab eine fucking Magnum, Alter. Das spindelt sich aber wirklich eine Menge raus, ey. Ich meine, das erinnert mich wirklich an so vielen Ecken an Resident Evil 7. Und nee, die Resident Evil 7, ja moin. An Resident Evil 4 und 5. Ich weiß nicht. Ich meine, gut, von der Grafik jetzt nicht unbedingt an Resident Evil 5, aber Resident Evil 4, so von dem ganzen Charme her, von den ganzen düsteren Eindrücken. So ist auch in dieser Macht, ne? Ich mag das, einfach. Du siehst einfach nur eine Wand, auf einmal, boom, ist da irgendein Pfad, wo du lang gehen kannst. Ich liebe sowas. Ich liebe einfach diese What-the-fuck-Momente in diesem Game. So wie das hier. Wow. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Hey. Ach so, Mann. Ich dachte, ich kann jetzt hier mit irgendwelchen Leuten quatschen, ey. Ja, moin. Was ist hier gerade los, Spiel? Du gibst mir schon wieder ziemlich viel Stuff. Und ich muss nichts dafür tun. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich ein motherfucking fat-ass Bossgegner. Ich höre schon jemanden. Warum finde ich so viele Streichhölzer? Vielleicht kann ich noch irgendwas finden. Man weiß ja nie. Vielleicht hier hinter der Mülltonne. Wow. Sorry, Digga, aber ich habe dich überhaupt nicht gesehen. Ich wollte schon sagen, du killst mich jetzt. Kannst du wieder aufstehen? Sebastian, Sebastian. Da ist ein Gegner. Wieder aufstehen, dankeschön. Und du kannst jetzt, glaube ich, nicht mehr brennen, ne? Ich meine, ich kann es versuchen, aber ich denke mal nicht, dass er brennt. Ja, er ist tot. Ich denke mal, seine Schwachstelle ist jetzt auf dem Rücken, aber ich hab den halt einfach nicht von hinten erwischt. Muss ich halt einfach sagen. Ich hab den einfach null von hinten erwischt, aber ich denke mal, anzünden kann ich sie jetzt auch nicht mehr. Weil der einfach jetzt eine fucking Feuerwehrweste haben. Ging die cool gerade echt daneben? Sebastian fucking Castellanos, hast du gerade echt daneben geschossen? Kannst du bitte liegen bleiben? Kann ich den eigentlich hier durch verprügeln? Nein, kann ich nicht. Fucker. So, noch einen. Kann ich hier rauf? Nee, kann ich nicht. Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Kann ich da rüber klettern? Nein, kann ich auch nicht. Hier? Auch nicht. Spiel, was willst du jetzt von mir? Ich kann den nirgendwo rüber klettern. Kann ich hier nicht rauf? Hier kann ich nicht rauf? Kann ich hier? Ah. Ja, geil. Fucking awesome, Mann. Ich würde jetzt gerne ein Messer hinten reinrahmen. Also in den Schädel. Nicht falsch verstehen, okay? Einfach nur ein Messer. Genau so. Mein Gott, da vorne ist Loot.